Herzlich willkommen. In dem Beitrag jetzt geht es um Schmerz und Alkohol bzw. Alkohol und Schmerzen. Und dazu habe ich einmal die 7 wichtigsten Fakten aufgeschrieben, in der Literatur und aus der Klinik recherchiert und für Sie ausgearbeitet. Fakt Nummer 1. Alkoholrausch ab 2 Promille verschleiert die Schmerzen. Also Alkohol kommt als sehr kleines Molekül sehr gut durch die ganzen Zellen in unseren Körper. Und Alkohol wird, das weiß man ja, gut aufgenommen auf nüchternen Magen, und auch kohlensäurehaltiger Alkohol, wie zum Beispiel Sekt, der wird aufgenommen dann bereits im Magen, im Mundbereich, Hals-Rachenbereich, im Magen und im Dünndarm, gelangt dann zum Blutalkohol, vom Blut quasi ins zentrale Nervensystem, wie zum Beispiel auch zum Gehirn. Und von dort aus zu verschiedenen Neurotransmittern, wie zum Beispiel Glutamat, was wichtig ist für die kognitive Fähigkeit und für die Gedächtnisfunktion, zu Acetylcholin, wichtig für die Muskeltätigkeit, für die Bewegung. Dann aber auch zu Endorphine werden beeinflusst durch Alkohol, das bewirkt die Euphorie. Aber auch GABA zum Beispiel. Und GABA ist ein sehr wichtiger Neurotransmitter, sehr wichtiger Botenstoff, der nämlich dafür notwendig ist, dass am Rückenmark GABA ganz bestimmte Bereiche blockiert und damit eine Schmerzweiterleitung verhindert wird. Und das ist nämlich der Grund, warum sozusagen, wenn man viel Alkohol trinkt, die Schmerzwahrnehmung sich reduziert, weil sozusagen der Wirkstoff GABA sich erhöht und der dadurch eine höhere Blockade der Schmerzweiterleitung bewirkt. Dann ein zweiter wichtiger, interessanter Fakt ist, Alkohol verletzt Nerven und Nervensystem. Also auch das ganz typisch und wichtig, ein regelmäßiger chronischer Alkoholmissbrauch führt dazu, dass die eigenen Nervenfasern geschädigt werden. Man spricht dann von einer Polyneuropathie. Und Polyneuropathie ist ein typisches Beispiel für neuropathische Schmerzen, also für Schmerzen, die entstehen aufgrund einer Verletzung, einer Schädigung des Nervensystems der Neurone. Und ein Hauptgrund für eine Polyneuropathie ist, wie gesagt, Alkohol, aber auch Diabetes kann dazu beitragen. Dritter wichtiger Fakt, Alkohol als Auslöser oder Triggerfaktor einer Migräne. Man weiß, Studien zeigen, dass knapp 20-30% der Migräne-Betroffenen eine Migräneattacke bekommen, wenn sie bestimmten Alkohol, meist ist das dann Sekt oder auch Rotwein, trinken. Der bewirkt eine Gefäßerweiterung und das kann ein Triggerfaktor für eine Migräne sein. Ganz wichtig aber, Alkohol und auch die Erweiterung der Gefäße sind nicht die Ursache für eine Migräne, wie man das früher oftmals gedacht hat, aber es sind wichtige Triggerfaktoren, also sie spielen schon eine wichtige Rolle dabei. Aber das Zusammenspiel ist viel komplexer bei einer Migräne. Auch wichtig ist, neben der Art des Alkohols, also Rotwein, Sekt, auch die Uhrzeit sehr bedeutsam. Man weiß oftmals, vormittags oder mittags, wenn man den Alkohol trinkt, dann löst es eher eine Migräne aus als spätabends. Dritte oder vierte wichtige Fakt, veränderter Flüssigkeitshaushalt nach einer durchzechten Nacht macht Kopfschmerzen. Das erlebt man ja immer, dass man dann, wenn man viel Alkohol getrunken hat, starkes Durstgefühl hat am nächsten Morgen. Und wie geschieht das? Das liegt daran, dass wenn man Alkohol trinkt, das körpereigene Hormon ADH, antidiuretisches Hormon, weniger gebildet wird. Dieses Hormon ist wichtig, weil es dafür sorgt, dass man weniger auf Toilette geht, weniger Urin, also damit Wasser ausscheidet. Und wenn man Alkohol trinkt, wird dieses Hormon weniger gebildet. Das führt dazu, dass man öfter auf Toilette geht, dass man einen höheren Flüssigkeitsverlust hat, dass man deswegen Durst bekommt und weniger Körperflüssigkeit, auch dann weniger Hirnwasser quasi. Und das führt dazu, dass man verstärkt Kopfschmerzen bekommt. Fünfter Fakt und auch bezogen auf die Kopfschmerzen, giftige Stoffe nach durchzechter Nacht machen ebenfalls Kopfschmerzen, und da ist es wichtig, 2 Punkte. Erstens der Abbauprozess vom Alkohol. Also ich gehe jetzt nicht auf den expliziten Prozess ein, wie Alkohol abgebaut wird, aber dabei entstehen Zwischen- und Endprodukte, die Kopfschmerzen bewirken. Und sehr wichtig in dem Zusammenhang auch das Enzym Alkoholdehydrogenase, also ein Enzym, das den Alkoholabbau bewirkt. Und es ist ja bekannt, dass dieses Enzym vermindert ist bei vielen Menschen
vor allem aus dem asiatischen Raum, aber auch bei Ureinwohnern wie den Aborigines und auch im Verhältnis Frau zu Männern haben Frauen weniger von dem Enzym. Das ist der Grund, warum sozusagen Alkohol dort schneller wirkt. Auch sehr wichtig in dem Zusammenhang ist, dass Fuselalkohole, die durch den Gärungsprozess entstehen, Kopfschmerzen verursachen. Und deswegen, wenn man die gleiche Menge an Alkohol zu sich nimmt durch Bier oder Weizenbier im Vergleich zum Wodka, führt Weizenbier dann dazu, dass man eher Kopfschmerzen bekommt. Weil der Grund dafür ist, dass bei der Destillation vom Wodka oder Spirituosen dieser Fusel schon sorgfältig im sogenannten Vorgang ausgearbeitet wird. Dann der nächste wichtige Fakt oder Fakt Nummer 6 ist im Zusammenhang mit Alkohol, dass es knapp 1,3 Millionen deutsche Alkoholabhängige gibt und knapp 70.000 Alkoholtote pro Jahr. Also 1,3 Millionen Alkoholabhängige, auch sehr interessant. Fast jeder fünfte Patient, der im Krankenhaus erscheint, hat einen chronischen Alkoholmissbrauch. Das ist sehr wichtig zu wissen bei der Behandlung, bei der Zusammenwirkung mit Medikamenten und der Nebenwirkung, auch wie bestimmte Organe dann funktionieren, die Leber, Stichwort. Und eine andere Statistik, es gibt knapp 25.000 anonyme Alkoholiker und die werden im Durchschnitt 60 Jahre alt, also eine viel geringere Lebenserwartung als bei Nicht-Alkoholikern. Und wie gesagt, knapp 70.000 Tote pro Jahr durch Alkohol. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 7, Alkoholschmerz beim sogenannten Hodgkin-Lymphom. Das ist ein bösartiger Krebs. Also Hodgkin-Lymphom ist typischerweise, dass man einen Knoten quasi hier am Hals spürt, einen vergrößerten Lymphknoten. Und wenn man dann beim ersten Schluck Alkohol sozusagen einen Schmerz an dieser Stelle spürt, das ist oftmals ein Frühsymptom und ein ganz typisches Zeichen, dass ein bösartiger Tumor vorliegen kann. Da soll man sich natürlich nicht verrückt machen, das ist eine sehr seltene Krankheit, aber jemand, der bei sich entdeckt, dass er einen vergrößerten Lymphknoten hat und bei dem ersten Schluck quasi Alkohol bereits so einen Schmerz an dieser Stelle bekommt, der sollte mal zum Arzt gehen und das einmal untersuchen lassen. Das, wie gesagt, sind sehr wichtige Fakten rund um das Thema Schmerz und Alkohol, beziehungsweise Alkohol und Schmerz. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal auch. Und wenn Sie andere Meinungen dazu haben, Kommentare oder weitere Fakten in dem Zusammenhang kennen, dann gerne hier direkt unter das Video und lassen Sie uns darüber diskutieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.